Was passiert, wenn man als Risikogeburt auf die Welt kommt? Was passiert, wenn man nicht behindert, aber auch nicht wie alle anderen ist? Wir sagen es euch. Im Kindergarten erkannten meine Erzieherinnen, dass ich anders bin. Dies passt nicht ins Bild, also wird ein Lehrer aus der Sonderschule herbeibestellt, der das Ganze sich anschaut. Mit überraschendem Ergebnis: Ich bin tatsächlich schulfähig. In der Grundschule und auf dem Schulweg wurde ich fast wöchentlich von mehreren Schülern gemobbt und ausgelacht, die mindestens eine Klassenstufe über mir waren. Zu meinem Erstaunen half das Gespräch mit meiner Lehrerin. Ich war schon immer schüchtern und etwas ruhiger von Natur aus. Im Kindergarten und in der Grundschule hatte ich jedoch keine nennenswerten Probleme. Erst in der Realschule wurde ich ab der 6. Klasse gemobbt. Alles fing damit an, dass mir zwei Mitschülerinnen anvertraut haben, dass sie eine Hose von einer Klassenkameradin kaputt schneiden wollten. Ich konnte nicht zulassen, dass meine beiden Mitschülerinnen fremdes Eigentum zerstören und habe meine Klassenkameradin von dem Vorhaben der beiden anderen berichtet. Als ich meine beiden Mitschülerinnen jedoch wieder mit meiner Klassenkameradin vertragen haben, fing das Mobbing an. Ich wurde in Ecken gedrängt und dort beschimpft. Ich wurde mit Essen und Stiften beworfen. Essensreste wurden auf meinen Tisch gelegt. Wenn andere an mir vorbeiliefen, haben sie meinen Kopf runtergedrückt und noch vieles mehr. Kurz gesagt, es war die reinste Hölle. Im Laufe der Jahre mobbten mich auch immer mehr Klassenkameraden, weil sie bemerkten, dass ich ein leichtes Opfer war. Durch Lehrer bekam ich erst am Ende der 10. Klasse Hilfe. Da war es schon zu spät. Ich war heilfroh, als ich mit der Realschule fertig war. Die Realschule war die reinste Hölle. Fast täglich wurde ich 6 Jahre lang von Schülern aller Klassenstufen aufs Übelste gehänselt, geschubst und geschlagen. Es waren nie Lehrer auf dem Pausenhof und auch die vielen Gespräche mit den Lehrern, sogar mit der Schulleitung, haben alle nichts gebracht. Aufgegeben habe ich nicht. Im kaufmännischen Berufskolleg ging es dann weiter. Niemand wollte etwas mit mir zu tun haben und es wurde über mich gelästert. Auch hier war ich froh, als ich mit der Schule fertig war. Doch im Berufsleben ist es kein Deut besser. Wenn man da nicht direkt alles schon kann, heißt es, das geht gar nicht. Oder dass ich mir lieber etwas anderes suchen soll, weil ich nicht ins Team reinpasse oder der Beruf nichts für mich ist. Bei mir ist es im Berufsleben auch nicht besser. Sobald man etwas nicht auf Anhieb versteht, ist man oft unten durch. Und wehe, man arbeitet nicht schnell, wie oft erwartet. Man fällt aus dem Raster raus und wird beobachtet. Erst von einer Person und plötzlich wissen immer mehr Kollegen davon. Sobald ein kleiner Fehler entdeckt wird, wird dies nicht auf der Sachebene, sondern auf der Beziehungsebene geklärt. Die Kollegen stellen sich gegen dich. Sie erniedrigen dich. Sie mobben dich. Und das auch in christlichen Einrichtungen. Hilfe bekommst du nicht, weil diese Personen nicht ebenfalls auf der Abschussliste stehen möchten. Heulend gehst du nach Hause und weinst dich aus. Und jetzt stellt euch vor, dass dies schon mehrere Jahre der Fall ist. Wir sind Was passiert wenn? Wir sind Sarah und Stefan. Mit diesem Video wollen wir all den Menschen, die dasselbe durchmachen mussten, beziehungsweise immer noch durchmachen, sagen, dass sie sich nicht unterkriegen lassen sollen. Ihr seid jemand. Ihr seid etwas ganz Besonderes. Zeigt es allen und den Mobbern, den Idioten, den Arschlöchern auf der Welt nur eines zu sagen. Fickt euch! Unter dem Hashtag #FuckYou werden wir euch unsere Geschichten erzählen, die wir erlebt haben. Ebenso dürft ihr eure Geschichten gerne erzählen. Wenn ihr ein Herz habt, dann teilt bitte dieses Video. Zeigt der Welt, dass ihr auch jemand seid. Tears are filling up their glass.
expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. You.